wenn man konvertiert, gibt es viele Herausforderungen. Das fängt an beim Gebet, zum Beispiel auch bei der Arbeitsstätte. Wo bete ich? Kann ich beten? Ah, Wen muss ich fragen? aber warte mal, vorher gibt es nicht ein Problem vorher? Vorher gab es Und natürlich zwar, Probleme wie mit der betet Familie. man? Wie Ja. betet man? Wie betet man Weil es natürlich? gibt manche, die sagen, boah, das ist schwer, Ja. ich muss dann die Fatiha auswendig lernen, Genau. ich muss dann Arabisch Also lernen. fangen wir ganz von vorne an, ne? Ja, ganz von Okay, vorne. dann bin ich natürlich ganz woanders. Dann erzähle ich, wie das bei mir war. Ich Okay. habe mir tatsächlich die Gebetstexte im Kreis um mich herum gelegt. Allahu Akbar, Ja. als Texte. Ganz groß, große Buchstaben, richtig groß ausgedruckt auf Oh, 78 Größe oder so. Und Subhanallah. dann habe ich mit großen Buchstaben habe ich angefangen, die El-Fatiha Unglaublich. zu lesen. Natürlich in dieser Umlautschrift, ne, die man so kennt, ne? Ja. Und so habe ich das Sura für Sura gemacht, erstmal. Und dann habe ich natürlich angefangen, Arabisch also zu lesen mit einem kleinen Kurs hier in der Moschee. Unser Vorstand war auch dabei, der MashaAllah. netterweise in der Runde hier sitzt. Allahumma Und wir haben da viele Suren gemacht mit einem Bruder, möge Allah ihn belohnen, Amin, Amin. der uns das beigebracht hat. Also das Ja, heißt, und die erste die Herausforderung, erste kann man Herausforderung sagen, war natürlich war das das Gebet und Gebet. die Gebetstexte für mich. Also, dass man auch Ah. nicht nur ablesen, sondern auch dann natürlich auf Deutsch übersetzen, um zu wissen, auch Was was man man da da überhaupt sagt. sagt. Genau, richtig, ja. Das ist das War Allererste. das bei dir genauso? Salam Alaikum salam alaikum. wa rahmatullahi wa barakatuh. Also, ich sag mal so, als ich erstmal, ich bin Hamid, MashaAllah. 36. Mein Alter möchte ich nicht sagen. Nee, Ähm, brauchst du nicht, ist alles gut. und zwar, ich sag mal, konvertiert bin ich ja in Frankreich damals. Und In Frankreich. genau. Ah. Als ich dann zurückkam, bin ich halt, habe ich ziemlich schnell, sage ich mal, schon die wichtigsten Suren so auswendig gelernt. Ich sag mal Bevor du vier. angefangen hast zu beten, oder was? Genau. Also bevor du angefangen hast zu beten, Genau, hast du genau. erstmal Genau, die... ich hatte schon, also ich sag Ah, mal, also nicht wie bei dir. andere Version, ja. Okay, Genau. weil bei ihm war das ja so, der hat alles Weil ich sag mal so, ich bin ne, vor sich ja. gelegt und hat dann, hast du noch mal ganz kurz, hast du dann direkt angefangen zu beten, dann auch? Ja, natürlich, klar. Also das Gebet, mit dem Gebet habe ich mir die Texte dann vorbereitet. Ah, Und dann okay. wirklich, als ich angefangen habe zu beten, wollte ich ja, ich muss ja was sagen im Gebet. Du legst dann halt ab. Dann lege ich die Zettel hin Ah. und dann fange ich tatsächlich an zu beten und habe dann so Okay. meine Gebete gemacht. Weil so Bei hat. ihm war es ja schon ein bisschen Ja, anders. weil so fängst du dann direkt an zu Genau, beten. richtig. Das ist ja Genau, also ich das sag mal so, Gute ich habe es daran. ja, weil das war ja ich. Meine Frau war ja schon Muslima eigentlich, bevor ich sie geheiratet habe. Aber die wussten Ah. das ja selbst zu dem Zeitpunkt nicht, dass es Verboten ist für verboten eine ist für muslimische eine Frau, muslimische einen Frau. Nicht-Muslim zu heiraten. Okay. Genau, und als ich dann da konvertiert bin, hat halt der Cousin von meiner Frau schon mir vieles auch beigebracht, was ich machen soll. Und wo ich dann Ah. zurückgekommen bin, Okay. dann hatte ich das von einem Bruder das Erlerne das Gebet bekommen, das Buch. Und das, Das ist Mashallah, gängige, Alhamdulillah, ne? Das das genau, das Bekannte. bekannte Buch. Okay. Und ja, und dann habe ich so angefangen zu beten. Ja, weil ich mache das auch immer so, wenn Leute bei mir konvertieren, ich fange erstmal mit dem Gebet an, weil es ist so. Nach der Shahada, die zweite Säule ist das Gebet. Das ist das Wichtigste, was du machen musst, womit du dich beschäftigen musst. Es gibt manche, die wollen erst den Koran lernen, also erstmal lernen, wie man den Koran rezitiert. Andere wollen keine Ahnung was lernen. Nee, nee, fang erstmal mit dem Gebet an. Wolltest du was sagen? Ich wollte eben sagen, dass das Gebet für einen Konvertiten am Anfang noch gar nicht so wichtig erscheint, weil man denkt, okay, ich muss das jetzt machen. Ah. Aber die Wichtigkeit des Gebetes, die lernt man erst ein bisschen später. Also Warum? man, Was denkst du? ja, weil man einfach dann auch sich mehr mit dem Islam beschäftigt. Und dann Ah, natürlich, wenn du ganz okay. frisch bist, dann kennst du dann weißt du, du musst beten, ist klar. Ja. Aber die Wichtigkeit, gibt es ja viele Hadithe darüber, Ja, wie richtig. wichtig das Gebet Es ist. ist ja die zweite Das ist die Säule. zweite Säule und die ist natürlich am Anfang einem nicht so bewusst. Da Okay. konzentriert man sich mehr überhaupt erstmal auf das, was man da macht. Und dann wird einem überhaupt erstmal bewusst. Ich wollte damit eigentlich sagen, dass man peu à peu ganz langsam ins Gebet reinkommt, wenn du konvertierst. So war das bei mir auf jeden Okay. Fall. Ja, genau. Und dann irgendwann merkt Also man. das heißt, diese Routine, die kommt dann mit der Zeit, Richtig, ne? genau die Routine und das Weil es sind ja Wissen. fünf Gebete Genau. für einen Menschen, der Kafir gewesen ist für Genau. keine Ahnung wie viele Jahre, auf einmal fünfmal am Tag zu beten, das ist schon eine Genau. Herausforderung. Ja. Stimmt, ja. Ja, und dann kommt dann das mit der Arbeit, was du auch erwähnt hast. Das kann er auch erzählen. Ich glaube, er hat das gleiche Problem gehabt. Ja, Hast klar, du habe ein ich. Problem gehabt mit dem, mit der Also, ich Arbeit? sag mal so: Auf Arbeit wegen Gebet habe ich bis jetzt nie Probleme gehabt. Alhamdulillah. Also, die Subhanallah. meisten Chefs waren und haben immer gesagt: Es ist kein Problem, wenn du keinen störst. Okay, aber bei dir war das ein bisschen anders. Am Anfang ja, und dann hatte ich einfach einen Trick drauf. Ich wollte bei der Arbeit beten und dann habe ich den Hausmeister angesprochen.
Und der ist Kuffar, also Deutscher. Kefir. Und Kefir. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, pass auf, ich bin Muslim, ich muss beten. Und dann hat er gesagt, wie, du bist Muslim? Da war erstmal ganz überrascht, weil ich das ja noch irgendwie so keinem erzählt hatte. Okay. Und dann hat, weil ich ihn angesprochen habe, hat Allah eine Tür aufgemacht. Und zwar Ah. folgendes: gab es im Treppenhaus, man kennt ja so ein typisches Treppenhaus so über mehrere Genau. Etagen, und in den Zwischenetagen gab es Abstellräume für Ah. Putzsachen und so weiter. Ja, Und ja. ein Raum, der hat dann gesagt, ja, ich hätte da was für dich. Wir haben so einen kleinen Raum im Treppenhaus. Und dann habe ich gesagt, okay, nicht, dass das jetzt so ein Grottenraum ist oder so. Und dann hat er die Tür aufgemacht. Und dann hat er mir tatsächlich diesen Raum im Treppenhaus zur Verfügung gestellt. Und dann konnte ich bei der Unglaublich. Arbeit beten. Und ich bin dann tatsächlich in der Mittagspause immer in diesen Raum. Da war nichts drin, kein Bild, kein Teppich, der war leer einfach. Und Und du konntest einfach ich konnte beten. dann da beten Maschallah. mit der Das heißt, der Freigabe des Nicht-Muslim Hausmeisters. Genau. Mit dem habe ich dann hat. noch Dawa gemacht und dem Ah. habe ich noch einen Koran geschenkt und noch ein paar andere Sachen, Maschallah. weil ich auch natürlich, er hat mir einen Gefallen getan und dann wollte ich ihm natürlich was auch über den Islam mitteilen. Unglaublich, Und er hat es auch unglaublich. angenommen, also er hat es auch gelesen und kam Subhanallah. später nochmal auf mich zu und hat dann gesagt, ich habe mir das durchgelesen, aber ich bin da noch nicht. Ich sage, okay, dann nicht. Aber Ja. daran sieht man, wie Allah subhanahu wa ta'ala für dich Ja. alles leicht macht und dass er sogar Menschen benutzt, Ja. damit du ihn anbeten kannst. Genau. Unglaublich, subhanallah, schön. Das war ja bei mir auch auf der Arbeit immer. Wenn ich gefragt habe, meistens haben mir sogar Die die Nicht-Muslime. Nicht-Muslime einen Gebetsplatz gesucht. Subhanallah. Ja, aber das liegt auch da, muss man sagen, das liegt auch an der natürlichen Veranlagung, an der Fitra. Weil die sehen, guck mal, der betet. Das respektieren die dann in dem Moment, ne? Der betet zu Gott, ja? Wenn die halt noch so ein bisschen Glauben haben, dann respektieren die das. Ja, ist auch Ne? blöd. Und So, wenn die ich keinen sag mal Groll und so, keinen Hass haben, dann ist das ich ganz sag mal normal. so, Der will beten, lass ihn beten. wenn Wo ist man das es Problem, wenn er keinen stört? aufrichtig versucht zu beten, dann gibt es immer einen Weg auf der Arbeit. Maschallah, maschallah, Also das hast du schön gesagt, maschallah. ich sag mal so, es gibt nichts, was man nicht versuchen sollte, weil Allah Ja, wird einem ja, ja, helfen. ja. Wenn du einen Weg suchst, Allah wird dir einen Weg geben. Spannend. Ja, da kiral ashab, komm mutaaddiban.